Andi, sag mal, hast du in deiner Trainingsjacke, ne, bevor das in die Teamwäsche gegangen ist, das Ding, hast du da wieder ein Päckchen Tempotaschentücher vergessen? Nicht! Aber ich hab's doch hier in der Hand! Und lauter Flusen in der Jacke! Mein Gott, ey, was ein weichgespültes Pack! Ja, Schiri, klär mal nachher eine Kabine. Ja, das weichgespülte Pack, das wird dem Julian Nagelsmann jetzt zum Verhängnis, ne? Vorm Topspiel gegen Union. In der Fastenzeit Berliner hätte ich auch keinen Bock drauf. Weichgespültes Pack, ey. Da ist jetzt sogar der DFB-Kontrollausschuss eingestiegen. Wenn es danach ging, dann müsste ich ja jede Woche vor dem Bundesgerichtshof sitzen. Wäre ich in der Situation der Nagelsmann gewesen, ne? Ich hätte das doch gar nicht in die Mixzone rausgehauen. Ne. Ich wäre hoch zum Stadionsprecher gelaufen, hätte dem das Mikro geklaut und hätte mal richtig eine Ansage gemacht, ey. Kann sein, dass ich deshalb nur Kreisliga-Trainer bin. Hermann! Mutierst du mal zum Zombie, dann ist deine einzige Angst, ne? Die ständige Lauferei. Hier der DFB-Schiri-Chef Lutz-Michael Fröhlich hat gesagt, abgrundtief respektlos der Nagelsmann gemacht hat. Geht mir mit dem DFB seit Jahren so. Lutz-Michael Fröhlich, ey, lass doch den letzten Namen weg. Also der Nagelsmann hat ihm keine geballert, mal by the way. Und bei der Entscheidung, weißt du das als Schiri beim Boca Juniors, ne, da fliegen die nicht mit dem Helikopter noch während der Entscheidung aus dem Stadion raus. Das kann ich dir sagen. Beim DFB sollten sich lieber mal Gedanken machen. Zusammenspiel zwischen Schiris und Videoassistent läuft ungefähr so gut wie ein Pass zwischen meinem Andi und Stefan. Bringt nichts und kommt nicht an. Stefan, jetzt ist mal Schluss mit der Sauferei. Du machst mal 3 Tage alkoholfrei, vom 29. bis 31. Februar. Auch schon wieder alle. Mein Tipp für den DFB, ne? Am besten ist arbeiten nur noch Menschen, die die Fresse halten, ne? Dann haben wir bald alle einen Job als Bestatter. Führt doch mal einfach sowas ein wie, wenn du verbal, wenn das nicht so, dass du nach dem Schiri persönlich hingehen kannst. Kannst du ihm sagen, du, tut mir leid, habe ich nicht so gemeint, sorry. Aber das gibt es leider nicht. Schade. Wenn du im Fußball nur noch die Emotionen rausnimmst, gucke ich demnächst Schach. Habe ich auch Spielzüge, die ich nicht kapiere und irgendwelche belanglosen Nerds, die davor sitzen. Patrick, was machst du denn? Einwurf, ohne dass jemand da ist? Bist du bei DHL oder was? Wenn bei uns hier auf dem Dorf, ne, der Schiri pfeift, der Peter! Grüß dich, ist alles, bleib. Na? Und der Peter sagt zu mir, Uwe, hol den Zehner runter, sonst schicke ich ihn dir. Da sage ich immer, wir sind doch eh nur zu 8. Bist du mit dem Da kommt der Peter und sagt, Uwe, hol den Zehner runter, sonst schicke ich ihn dir. Da sage ich immer, komm Peter, hier hast du einen Zehner, du alte Pissflitsche, und die erste Runde Pilz im Puff, die geht nachher auf mich. Stefan, deine Ausreden, die nehme ich jetzt auf und verkaufe sie als Weckton. Da wird jeder automatisch 5 Minuten früher wach. Beim BVB, ne, da hat der Marius Wolf meinen Humor. Hat er nach dem letzten Sieg Fotos markiert auf Instagram. Ne, den Reus. Und beim Süle hat er statt den Süle einen Ikea-Kühlschrank markiert. Ne? Ich hätte ja keinen Kühlschrank, sondern einen normalen Wohnzimmerschrank für den Süle genommen, weil für den Süle brauchst du auch eine Anleitung. Sonst stehe ich den auch nicht. Ja, und Fachpersonal gibt es mittlerweile auch bei den Journalisten. Ne? Eintracht Frankfurt, Pressekonferenz. Hatten sie so ein Promi-Mäuschen von RTL dahin geschickt. Und die fragt den Mario Götze, Herr Götze, Ihre Frau hat ja bei Instagram bekannt gegeben, dass Sie jetzt nach Dubai ziehen. Wie machen Sie das denn mit dem Pendeln? Ganz klar, hätte ich gesagt. Dubai, Frankfurt, Dubai. Jeden Tag ein Flieger. Für einen grünen Daumen. Boah, bei so einer Scheiße, da muss er auch noch ernst bleiben. Hat der Götze auch gemacht. Hut ab, ich hätte da... Sag mal. Kevin! Boah, der ist so hohl. Der hat letztens einen Ball auf den Boden geworfen und hat nicht getroffen. Andi! Sag mal, hast du in deiner... Ja, in deiner Trainingsjacke, wollte ich gerade sagen. Da ist das Handy. So, nochmal. Beim DFB sollten sich lieber mal Gedanken... Wenn der Peter hier pfeift und sagt, Uwe, hol den Zehner vom Platz, sonst hole ich mir den. Nee. Jetzt weiß ich den Spruch. Nee, wo du mir den... Sag mal,
Stefan, deine Ausreden, ne? Die verkaufe ich demnächst als Weckruf, Klingelton, und hab den Text schon. Sag mal, was ist denn heute Morgen los, ey? Ja, und beim BVB hat Marius Wolf halt meinen Humor, ne? Also bei Instagram kannst du ja Bilder markieren mit Namen, ne? Und da hat er so ein Siegerfoto und hat den Marcel Reif, kennen Sie den? Der spielt bei Marco Reus, wollte ich sagen. Marcel Reif, der spielt beim BVB. Aber nicht meine Zeit hier.